Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 7. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen. Sie berücksichtigen nämlich auch die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich habe nur die Tierkreiszeichen ausgelegt, wo kosmischen Einfluss gerade da ist. Sonst ist das Bild zu voll und hier können wir besser orientieren. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und zeigt die Monatsthemen. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Monatsthema ist Begeisterung, Neuanfang. Ein Impuls zu haben, etwas Neues starten, das ist alles wieder Energie. Auch Mut zu haben, Kraft zu zeigen, etwas in Bewegung setzen. Dieser Mondhaus, wo die Sonne gerade sich befindet, zeigt das Urvertrauen und dass etwas Neues geboren soll. Mond befindet sich im Stier. Und Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag, das ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen Einfluss auch auf unseren Gefühlen. Die Stierenergie wirkt im heutigen Tag und das bedeutet die Ruhe bewahren, den Tag genießen, aber auch überlegen, was ist für uns wertvoll. Und das in Besitz zu nehmen, außerdem um Sicherheit, Stabilität und um die Finanzen kümmern. Mond befindet sich im Mondhaus, das ist identisch wie im indischen Astrologie auch. Und dieser Mondhaus ist Rohini. Und das ist die große Liebe des Mondes, dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist ein junges Mädchen, könnte man sagen, im pubertierenden Alter. Symbolisiert die Morgenröte. Und Mond macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete 27 Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes, weil der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Natürlich ist Rohini das Liebste, die große Liebe. Also das ist Liebesenergie, außerdem die Morgenröte, diese lebendige Frische, auch diese Unschuld ist die Energie, etwas Neues starten und wirklich das auch in Besitz nehmen, umsetzen im Tat, im Realität, das zeigt hier die Erde-Element. Mars wechselte die Tierkreiszeichen und überging ab heute in Zwillinge und da wird die Mars-Energie. Die Zwillinge gehören zum Luftelement, also mehr Leichtigkeit auch im Taten. Wenn wir etwas in Bewegung setzen wollen, dann brauchen wir diese Leichtigkeit. Außerdem kommt die Zwillingsenergie dazu, etwas spielerischer gestalten oder auch die Ideen, die Gedanken und Kommunikation. Mars befindet sich in einem Mondhaus und hier wirkt Orion. Also Orion als Sternbild hat einen großen Einfluss auf die Mars-Energie. Und Mars bedeutet auch, als männliche Kraft, bedeutet auch die Männer. Also die Männer stehen gerade in Zwillingsenergie und Einfluss von Orion. Orion ist der himmlische Jäger, jagt nach etwas. Manchmal ist man orientierungslos.
aber die Hunde der Orions zeigen den Richtung Nordpol. Also braucht man, besonders die Männer brauchen gerade die Orientierung. Diese Jagd bedeutet nicht unbedingt Jagd nach Frauen, sondern Ziele erreichen. Aber es ist die Gefahr dabei, dass man die Orientierung verliert. Und hier ist die Geschichte von Orion. Orion ist der himmlische Jäger. Und er war ganz stolz, dass er könnte alle Tiere erlegen. Und er protzte damit, bis dann Diana, die Jagdgöttin, wütend wurde und beauftragte den Skorpion Orion zum Töten. Und der Skorpion mit seinem Stachel tötete Orion. Aber der Himmelsgott hat Orion doch unsterblich gemacht und im Himmel gesetzt. Aber die beiden dürfen nicht begegnen, Skorpion und Orion. Und das bedeutet, wenn Skorpion in Osthorizont aufsteigt, wie ein Sonnenaufgang, dann geht Orion nach unten, wie ein Sonnenuntergang und umgekehrt auch, damit die beiden sich nicht erblicken. Und noch eine Geschichte, was auch mit Orion in Verbindung steht. Orion jagt nach dem sieben Geschwister, die Plejaden, und erreicht nicht. Plejaden sind die Töchter von Atlas. Und da entsteht dieses Gefühl, ich will was erreichen, ich suche etwas, ich jage nach etwas, und das erscheint momentan unerreichbar zu sein und man verliert die Orientierung. Und diese Geschichten, diese Energie, diese Stimmung wirkt zurzeit auf die Männer. Merkur befindet sich auch im Widder und das kann bedeuten, dass das Neuigkeiten kommen oder eine Nachricht oder durch ein Gespräch oder durch Verhandlungen kommt ein Neuanfang oder dass wir mit Sprache andere überzeugen können, weil das ist die Kraft der Widder. Manchmal bedeutet auch impulsiv, unüberlegt, schnell etwas zum Sagen, was man später auch bereut. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen hier. Venus fühlt sich sehr wohl im Fischen, sehr gefühlsvoll und kreativ. Und diese schöne Liebesenergie haben wir und auch diese Kreativität, was wir Frauen gerade verspüren. Wichtig ist hier im Vertrauen bleiben und das, was wir Frauen brauchen oder allgemein, was die Liebe betrifft, dann trifft das auch die Männer, dass wir vertrauen, das Fluss des Lebens. Jupiter zeigt unserem Größe, vergrößert etwas, ist gerade rückläufig. Und das ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas starten, was wir vermehren möchten, sondern Jupiter sagt, sei weise, mach langsam, überleg, vielleicht kommt was Besseres oder überprüf noch etwas Besonderes, was die Gefühle betrifft. Und das ist hier die Skorpion-Energie. Und hier zeigt sie die Kundalini-Energie raus aus negativen Gefühlen, übergehen auf positiven Gefühlen, weil daran liegt die schöpferische Energie, die schöpferische Kraft. Kann auch mit einer juristischen Lage in Verbindung setzen, wobei diese Rückläufigkeit bedeutet, dass dies geht nichts voran, das bremst diese rechtliche Lage. Saturn bringt etwas in Form, belehrt uns auch. Saturn ist auch rückläufig, hat was mit Vergangenheit auch was zu tun und zeigt sich hier im Schütze. Und die Schütze richtet sich in eine Richtung, ganz genau im Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße, und spirituell bedeutet das, das sind unsere Wünsche. Und Saturn zeigt, bringt das in Form. Das ist deine Lernaufgabe, deine Träume, deine Wünsche leben. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, zeigt sich hier im Widder, das bei vielen Menschen ist ein Neuanfang, besonders die im Widder geboren sind oder Aszendent Widder haben. Neptun lässt unseren Träumen leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran und hier im Wassermann diese Ideenreichtum, das zu verwirklichen. Pluto zeigt die inneren Kraft und Konzentration, konzentriert auf die Wesentlichen und das auch im Schütze und das heißt, das sind unsere Wünsche,
das ernst nehmen. Alles andere ist momentan nicht so wichtig. Das ist der Fokus. Dann haben wir die beiden Mondknoten, die absteigende Mondknoten oder Ketu, dieser Drachenkörper, zeigt karmischen Erinnerungen, Vergangenheit, ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch bleibt im Schütze. Und Rahu, der Drachenkopf, was die Seele sucht, weil braucht das, hier ist im Zwillingen ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch. Unserem Planet Erde bewegt sich im Waage, aktiviert Waage-Themen wie Ruhe, Frieden, inneren Gleichgewicht, Gerechtigkeit, Liebe. Und das braucht unseren Planet Erde und das soll sich zurzeit manifestieren. Die Verbindungen Mond und Venus steht in eine schöne Verbindung und das gibt uns Frauen ein gutes Gefühl, auch das Vertrauen, auch in die Liebe, Partnerschaft, löst schöne Gefühle aus. Venus steht aber in Spannung mit Saturn. Saturn ist rückläufig. Das kann etwas sein, was uns erinnert an die Vergangenheit oder kehrt jemand zurück aus der Vergangenheit und löst diese Spannung aus. Und Neptun hilft. Neptun hilft dabei, das im Gleichgewicht bringen und das bedeutet nicht aufhalten bei diesen Erinnerungen oder bei diesen Kontakten, sondern auf unseren Vorstellungen bleiben. Und jetzt kommt die tibetische Astrologie und diese Karte ist in vollen Symbolen und das bedeutet, heute kommt etwas Unerwartetes. Es werden Einflüsse da sein von außen. Das kann eine gute Unterstützung sein, aber wir brauchen die Basis, die Fundament. Aber wenn wir zu schnell handeln, unüberlegt, das kann zu Spannung führen oder wir verlieren den inneren Gleichgewicht. Wir haben die Kraft. Diese Kraft können wir einsetzen beruflich, finanziell, mit einer großen Begeisterung. Wir haben auch eine starke Wille, uns einsetzen, besonders beruflich, finanziell. Und diese Farben haben auch viele Bedeutung. Das heißt, diese rote Farbe ist die Feuerelement, die Begeisterung, die Mut und die Kraft. Und wo sitzen wir? Das ist die Holzelement und die Erdeelement. Das ist Sicherheit, Stabilität. Wir brauchen diese Basis. Auf dieser Basis können wir auch bauen, aber ein bisschen Geduld, nicht so stürmisch voran, weil die Basis ist die Erdeelement. Und das zeigt auch Geduld und eine langsame Wachstum. Das ist mehr der Holzelement. Die Glückszahl ist die Zahl 3, besonders für diejenigen, die 1976 geboren sind, weil die haben dieselben Energie, was die heutigen Tagesenergie ist. Das entspricht ihrem Geburtsjahr sozusagen. Also Glück bringt die Zahl 3 in Wasserelement. Auf unseren Gefühlen achten und von innen heraus entsteht etwas Neues, wie ein Neugeburt. Und das Wichtigste ist die Zentrum, die Fokus ist die Zahl 6 im Metallelement. Und das heißt, das kommen die Erinnerungen. Und das sollen wir bereinigen und klären. Die Schicksalszahl ist die Zahl 9 im Feuerelement. Das heißt, wenn wir in unseren Grenzen stoßen und wenn wir das Gefühl haben, es geht jetzt nicht voran, oder jemand schränkt uns ein, dann die Kraft zeigen und die Mut und sagen, ich gebe das nicht auf, ich mache das weiter. Und so kommen wir in Bewegung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse.
Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.